schnellste und extremste Insel der Welt zu erschaffen. Und wir hätten dich gerne bei der Eröffnung dabei. Dieses Inselparadies ist die Heimat neuer Autos, neuer Rennen und einer gewaltigen orangenen Rennstrecke. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Also, was meinst du? Willst du eine Runde drehen? Horizon Hot Wheels. Ich kann einiges davon noch immer nicht fassen. Du solltest lieber aufgeschlossen bleiben, Boss. Und somit, Servus Leute, hier ist wieder was Sagra 700. Und heute, also eigentlich gestern, ist das Hot Wheels Update rausgekommen. Und das werde ich mir heute einmal einzahlen. Weil heute haben wir die letzte Matura gehabt, schriftlich einmal. Mathematik. Und schauen wir mal. Jetzt kann ich ja wieder spielen. Schnellweise. Und dann bin ich schon gespannt, wie das Expansion Pack ist. Hoffe wird leibend. Es hat ziemlich leibend ausgeschaut. Ich meine, viele Leute regen sich ja drüber auf. Aber man kann ja nicht jeden zufriedenstellen. Ich find's leibend. Komm, zau. Zau. So. Nice. Ho. Unglaublich, oder? Ich meine, klar, man sieht es ihnen nicht an, aber warte mal, bis sie auf der Strecke sind. Vertrau mir. Du wirst die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Nice, nice, nice. Dann schauen wir mal, wie das so wird. Und vor allem, was für Autos gibt. Es gibt ja ein paar ziemlich geile Autos. Und viele Straßen gibt es angeblich zum Erkunden, also sagen wir mal. Sagen wir mal. Oh. Nice. Hoch. Da geht's rum. Oder auf. Lol, wo sitzt der Fahrer? Hä? Ah, jetzt sitzt sie drin. Alter, wie geil ist das? Wie geil! Haben die eigentlich... Hoho. Wow, wow, wow. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Warte, das spielen wir mal zurück. Lol. Lalalalalalal. Da muss man mehr overbremsen. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet. Wow. Gefuck. Aber es ist ein komplett anderes Vorgefühl, wisst ihr. Aber ich glaube, in dem Spiel... Ich glaube, in dem Spiel ist, wenn man auf Automatik schaltet, glaube ich, sogar besser. Wenn man jetzt über Boost fährt... Hoho! 141 geschlossen! Leck, oh mio. Na leibend. Müssen sie das erst bauen? Und wir fahren auf einer unfertigen Strecke. Oh, nice, Dino. Riesige Robo-Dino.
Wow. Aber das hat es echt. Der hat keinen siebten Gang, der ist so scheiße. Strecken fallen lassen. Geht schon Vollgas. Fährt dann Lampe. Okay, nö, das geht ja gar nicht, geht das. Ich glaube, das war die schnelle Auffahrt, was wir gesehen haben. Fuck. Lol. Na. Ich muss voll überbremsen. Alter, was ist? Oh mein Gott. Wenn du einmal auffährst, hebst du an und du kriegst das Auto nicht mehr unter Controller. Aber ich habe einen Fehler gefunden. Da steckt das Rad in der Bahn drinnen fest. Oh. Lol, jetzt fahren wir am Kopf nach. Hey, da wisst. Das Auto ist urkacke, das ist so geil. Alter, wie geil ist das Feeling? Jo, Feiering auch noch. Wenn's nicht mehr ist. Nice. Alter, das schaut so heftig aus. Ich freu mich richtig. Fortsetzen. Da haben wir's, Boss. Horizon Hot Wheels. Du siehst dich etwas um und ich suche nach der Spielzeugkiste. Okay. Dann nehmen das wir mal. Das vielleicht nicht in deine Tasche, aber es wird um einiges schneller sein. Dann nehmen wir mal das. Kann man die eigentlich umlackieren? Ist eine gute Frage. Weil ich da schon gern geile Designs machen. Achso, jetzt fahren wir direkt aus, gell? Oh, Turbo. Oh, da hört mein Turbo. Bist du deppert? Ah, geile Sache. Ich glaube, der fährt... Manuel, so wird das hier laufen. Die Leute von Hot Wheels werden größere und verrücktere Setups testen. Ich werde dir also immer schnellere Autos zuschustern. Und wir vergeben Medaillen für die Qualifikation. Fragen? Wie die Strecken stehen bleiben? Gute Frage. Ich werde das klären. Oh, nice. Also dort mal Rennklasse B. Da wird man dann aufsteigen bis X oder was weiß ich. In 200 Metern rechts abbiegen. Boah, der zahlt überhaupt nicht. Rechts abbiegen. Aber da bist du deppert, da wartet mir was. Lecker wie. Haha! Na dann. Erstmal langsam an und lassen dir etwas Zeit, um dich an die Bedingungen zu gewöhnen. Keine Sorge, sobald du Hot Wheels Ansicht von langsam kennenlernst, wirst du verstehen, warum wir uns auf schnell eingerichtet haben. Okay, passt. Also 10.000 Fähigkeitspunkte. Ich möchte nicht mit dem fahren. Kann nicht mit was anderem fahren. So, was hätten wir denn noch? So alles. So. Verfügung. Nix gescheit eigentlich, gell? Wurscht. Fahren wir mit dem Hot Wheels. Fahren wir halt damit, weil man kriegen. Na, aber so umlackieren wäre wirklich interessant. Weil da kann man sicher geile Sachen machen. Die Autos an und für sich schon in Ordnung. Denk daran, deine Geschwindigkeit für die Loopings und Steilpisten zu halten. Und wenn deine Räder Feuer fangen, dann ist das was Gutes. Okay. Ziele 10.000 Fähigkeitspunkte und gewinnen. Das wären wir schon hinkriegen, hätte ich gesagt, oder? Pisteppert wie der Schalter, der überhaupt keine Zeit. Erst! NSX, pass ein bisschen auf!
Okay, das ist ein Sprinty-Rennen. Erst fahren wir nicht ein, ne? Wow, wow, wow. Boah, da kriegt man Speed zusammen. Vollgas! Alter, und jetzt geht's bergauf. Lecker mio. Fuck. Bis... Da geht's sogar oben. Na, ich will nicht oben fliegen. Fuck. Also ganz wichtig vor einer Boostflächen immer aufschalten, den Hexengang. Sonst glaube ich... Also lol, ich habe einen siebten Gang. Wieso? Reißt's mich immer da so. Und noch Speedflächen am besten nicht lenken. Lol, der hat einen achten auch noch Gang. Das sagt mir keiner. Also in Hexengang schalten ein paar Boostflächen. Bist du deppert, Junge? Also man muss früh reinkommen, nicht hin. Modus. Bist du narrisch? Das wird so heftig. Na dazu, wenn du da jetzt mit X-Klasse mit X-Klasse Autos umeinander fährst. Lol, wie so Raffenspuren. Blockieren da die Raum. Schneller! Alter, das ist so ungewohnt, das Auto. Na, aber ich glaube, Automatik ist in dem jetzt... Weiß ja eh... Weißt du, eigentlich keinen Vorteil mehr hast, so. Eher nur Nachteil, weil... Automatik schaltet eben genau, wenn du schalten musst. Und du musst eben nicht mehr konzentrieren drauf. Ja, müssen wir mal testen. Aha, der T-Rex ist die Piste. Ja. Interessant. Es schaut so witzig aus einfach nur. Ein geiles Spielmodus. Ich soll dir diese Medaille als Andenken an das Rennen überreichen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du das nicht so schnell vergessen wirst. Nein, das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Da haben sie schon recht. Jetzt schauen wir schon mal an, wo die Blitzer sind. Also in dem Video wird jetzt nur so ein bisschen umeinander cruisen und mal was anschauen. Oh, da kann man einfach so springen, geile Sache. Okay, gut, die sind einfach da drauf. Jetzt sollten wir aber eigentlich auch haben, oder? Ja. Wow, wow, wow. Fuck. In der nächsten Runde. Nice. Es ist nun Zeit, sich an die A-Klasse zu wagen. Das bedeutet größere Strecken, mehr Loopings, mehr G-Kräfte. Also festhalten, Boss.
Ah, okay, also Schwierigkeit für die Strecke. Oh, und ich bin jetzt schon nicht zurechtgekommen. Ho, 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 ho. Holy Makaholi. Achso, aber Bonus davon gibt es da nicht, gell? Ich teleportiere mich mal zurück. Schauen wir mal, was für Autos gibt. Schau mal, oder was man die so machen könnten. Alter, es ist schon wurzlebend. Schauen wir mal, was wir zum Beispiel an dem machen können. Optisch. Jetzt bin ich gespannt. Das schaut so irgendwie aus wie ein Stier mit einem Nasenring. Aber der Nasenring ein bisschen. Ohoho! Uhuhuhuhuhu. Also das ist ja. Das ist. Puh, das ist schon geil. Das, der Heckspoiler. Forza, Gratulation. Wie fett können wir denn den machen? Ja, leck mich am Arsch. Machen wir Monster Truck draus. Ich meine, es gibt das sicher. Diese Reifen. Stubbies. Tun wir mal das Auto. Bevor wir da irgendwas weiter dann. Aha, Turbo können wir nicht tunen, leider. Aber machen wir mal das da. Oh, der Fix umbaut noch, wenn er noch gar nicht geschaut. Motorbike Engine Turbo Rally. Fuck, twissig! Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht auch das mal. Alter, leck mich am Arsch. Huhuhu. Alter, das Auto ist ja mörderisch. Aber Reifenbelag ist eigener drauf, gell? Installieren wir mal das Tuning. Jetzt haben wir ja immerhin schon ein bisschen mehr Leistung. Schauen wir mal, Hecherling hätte ich gern. Da ein bisschen runterhauen. Da ein bisschen Ausrichtung, da so, so. Federn. Oh, der ist maximal hoch. Na, dann können wir nichts mehr. Jetzt bin ich gespannt. Bitte. Nice. Oh, der Schwarz schaut schon böse aus. Aber ich glaube, wenn man das so... So, der lackiert dort gleich die Randeln auch mit. Ganz schwarz möchte ich es eigentlich gar nicht. So eher so 25er grau so. So. Was, wenn man die Scheibe eigentlich kann? Okay, gut. Hat keine Scheibe. Das könnte man jetzt jedoch anders machen, so. Ungefähr. Ja. So. Ja. Was ist Motor habe? Okay, gut. Spiegeln? Können auch nicht. Gut. Dann hätte ich gesagt, lassen wir mal das. Das schaut schon mal gut aus. Da schaut die gute aus. So, oder? Das dauert jetzt zwar ein bisschen. Das so. So, ein bisschen kleiner. Und den da mal. Da glaube ich, oder? Farbe, vorwiegende Farben, Road, Trahan. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Wo damals denn hin? Da glaube ich, gell? Da schaut's geil aus. Linke Seite. Ah fuck. Alle einfügen. Und jetzt muss ich da das irgendwie hinpfuschen. Dass das passt. So. Also,
Größe 0,6 und da haben wir, machen wir 5 Grad. Hätte ich gesagt, oder 4,9. Lass mal 4,9. Also 0,16 und 4,9. Oh fuck. 4,9 Quad. Man sieht da überhaupt nichts. Das ist so richtig schlechtes, ungutes Licht. Ich glaube aber, da muss ich sogar so 0,6 nehmen. Wurscht. Wie schaut denn das da aus? Da ist sehr hart viel zu viel. Da geht's so ja. So, circa irgendwie. Wurscht. So, da können wir das schon mal lassen. Spricht nichts dagegen. So, und jetzt haben wir sie gleich wieder auf die Piste. Hätte ich gesagt. Oder, warte mal. Was haben wir da? Irgendwie neue Autos oder so. Oder kriegen wir die alle erst? Oder? Oh, da haben wir einen. Chrysler. Okay, gut. Also, dann müssen wir es da holen. Einen Chrysler. Wobei, mache ich gleich die Autovorstellung da. Scheiß drauf. Machen wir gleich da alles drinnen so ein bisschen. Ich meine, ich werde jetzt nicht mit jedem fahren, weil... Also den Chrysler gibt es einmal. Das ist ein normales Auto, wie man sieht. Schauen wir mal, was geht man noch? Das wird mir jetzt überraschen. Okay, gut. Okay, gut. Also einfach ein Standard-Dings. Aber der hat... Also nein, passt schon. War gerade verwirrt, weil er das RT-Dings auch drauf hat, die können ja zusammen. Halt haben zusammengehört. Oder die haben das Auto gebaut gemeinsam. Dodge und Chrysler. Aber jetzt haben wir wenigstens einmal einen gescheiten Chrysler, glaube ich. Es hat sonst gar keinen gegeben. So, schauen wir weiter. Ah, da ist der. Au. Oh. Das wird immer heftiger und heftiger. Okay, passt. Das sind also unter eigenen Hot Wheels Hersteller. Den nehmen wir mal in Originalfarbe. Schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was man da tun kann. Weil das ist ja mördermäßig, das Auto. Es ist wirklich mördermäßig. Ich kann es mir schon denken. Ich glaube, ah fuck, jetzt bin ich aufs Falsche gegangen. Das wollte ich jetzt nicht. Kannst du mir schon vorstellen, dass ich den... Was? Ah, das sind Tunings. Und auf die Raffen, ohne Strafen drauf. Alter, das ist ja... Geiler geht's nicht, geiler geht's nicht, geiler geht's nicht. Und installieren wir es einmal. Weil das fertige Setup will jetzt nicht unbedingt nehmen. Da, Reifen. Rennreifen um den roten. Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das? Wie breit können wir fahren, gell? Puh. Hinten. Das. Da kannst du immer mit drüber fahren. Ui, der Schwede. Da machen wir es, Bruder. Leck mich am Arsch. Wie groß kann man denn den auch machen? 21er. Ui, der Schwede. Bist du der... Ui.
Oh mein Gott! Wie geil ist das drum? Kennen wir das eigentlich? Okay, gut, nur mehr Offroad-Federn. Überrollbügel, wie schaut denn das aus? Oha. Oha! Ohne Schmerz, das ist so richtig geil gerade. Ich meine Überrollbügel. Aber... es ist schon ziemlich Porno. Ja wurscht, da lassen wir das einmal so. Den wird ich fix tunen und ein Tuning freigeben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ich das mache, aber schauen wir mal. So, also, dann kommen wir zu den nächsten Autos. So, Hot Wheels hat das. Oh, die Marken sind auch kleiner. Oder waren die da drinnen immer schon so klar? Jetzt kommen wir zu einem Ford. Halt. Hot Wheels Mustang. Farbenhersteller, lassen wir mal alles original. Alles Ori. Alter, wie geil ist das? Expansion Pack. Ich meine, ja, jeden Geschmack werden es nicht. Zwei verschiedene Föhn kommen jetzt. Na, oder? Kann man da zwei verschiedene Föhn draufhauen? Das ist mir gleich auf. Warte mal, ich ändere das einmal. Na. Oh, Forza! Alter, wie geil war das jetzt noch gewesen? Wenn es zwei verschiedene Föhn... Warte, ein Mustang braucht gescheite Schlapfen hinten. Alter, der schaut ja auch richtig heftig aus hinten. Da gehen wir um einen Sicher. Motor, was können wir denn durch? Machen wir mal Standard so. Ha. Kompressor. Es ist einfach so geil. Aufladung. Twin Turbo. Ich darf es nicht mehr. Ich darf es echt nicht mehr. Obwohl. Lass mir das verwerfen. Ist der deppert. Warte, ich mag mir den aber genau anschauen. Wie schaut der Motor für den aus? Er ist wirklich neu modelliert. Achso, na. Warte mal. Oh ja. Passte. Junge, Junge. Alter, Forza. Ohne Schmäh. Da ein Spurtluftfilter. Alter, wie geil ist das? Alter, schaut er in den Innenraum an. Ich mag den jetzt hören. Ich mag den jetzt hören. Junge, Junge. Espaco-Lenkrallen drinnen. Was ist das? Ach so, Handbremsen. Der hat da drinnen einen Zylinder. Bremszylinder. Alter, wie geil. Wie geil ist das? Und ich schwöre, ich geh grad Fuyo. Das ist unglaublich. Alter, wie geil. Aber jetzt das mich interessieren, warte mal. Hot Wheels, was haben wir denn? Hahaha, Hot Wheels. Aber bei dem, naja, obwohl, der ist eh nicht so besonders. Da sieht man ja eigentlich von der Seite rein. So, dann geht's zu den nächsten Hot Wheels. Oder? Ja. Ist das der letzte Nacker? Oh. Oh, Chief. Oh. Alter, das wird immer besser und besser. Wie geil ist diese? Also, ich hätte gesagt... Wobei, das Blau ist auch geil. Na, wir brauchen ein rosa Auto. Wenn es so eine geile rosane Farbe gibt zum Ausbilden, dann muss man die nehmen.
Alter, wie geil schaut der aus. Wie geil. Na, dazu zwei Motoren. Ich meine, wie viel PS hat der, das interessiert mich jetzt. Wie viel PS hat dieses fucking drum? 1044 kW. Ha, 1900 Newtonmeter! Aber ich glaube, der Porsche hat noch mehr. Warte mal, 1419 PS. Junge, Junge. Wir können ihn sogar leichter bauen. Alter Schwede! Wir können den, glaube ich, 1 zu 1, also ABS pro Kilo. Oder? Vielleicht. Was können wir da noch machen? Differential, na, das spart kein Gewicht. Na, schauen wir mal, was es da so gibt. Also vorher soll ich mir sagen, auf dem Auto schaut es nicht einmal so schlecht aus, so ein bisschen schneepflugmäßig. Aber ich würde es trotzdem nicht nehmen. Und da. Ja. Was hat der für Hinterraffen? Das gibt's ja nicht. Das kann man ja nicht machen. 305er. Ja, das ist schon mörderisch. Auf 305er tot. Die Raffen sind einfach unbockbar in dem. So, da. Hoho, der Sturz ist auch ein Wahnsinn. So. Dann. Schauen wir, was wir noch motormäßig machen können. Na, können wir nichts. Allrad kennt man bauen, aber das wollen wir nicht. Das da mal jetzt installieren. Da machen wir auch noch einen 1 zu 1 haben, machen wir da, glaube ich, so. Halt so gut es geht. Gewichtsreduktion und alles. So, nice. Dann schauen wir weiter zum nächsten. Ne? Und das ist der. Jetzt bin ich vorbeigegangen. Der Jeep Trailcat. So. Also der Jeep. Dann schauen wir sie den einmal an. Sorry, dass ich weghab müssen, aber einen Anruf gekriegt. So. Also ich hab jetzt einen Cut drinnen gehabt, aber. Jo, dann schauen wir sie in Jeep an. So, Upgrades. Ja, da werden wir wahrscheinlich alles genauso machen können wie bei einem normalen Auto. Da werden wir mal gleich maximale Breite reinhauen, weil Allrad. Weil, naja, die Föhn können wir um 1 größer. Zwar machen wir 19er. 19er! 21 ist das größte, okay. Na, aber 19. Eigentlich 20 schaut gut aus. 20 schaut gut aus. Das ist ja unglaublich, was das für. Leck mich am Arsch. Ja. Das schaut auf jeden Fall besser aus als normal. Und da ist. Puh. Das ist eine schwere Entscheidung. Nein, ich nehme auch das. Das schaut viel geiler aus. So, dann schauen wir Umbauarbeiten. Heck, na sicher machen wir das beim Jeep. Da machen wir einfach. Standard Tuning. So, ein bisschen. Dann schauen wir mal, was der so kann. Leistungsmäßig und so. Halt nicht leistungsmäßig. Optisch ganz verwirrt schon. Oh, nice. Habt ihr es gesehen? Achtet auf. Ah, du Sack. Die Scharnieren gehen zu. Oh, 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 oh. Bist du deppert? Ein Hemi-Motor ist da drinnen. Leck mich am Arsch! Junge, Junge, Junge! Sportluft bitte über den Rädern. Wie geil ist die Scheiße? Oh, 6.
Scheiße. Starten wir mal die Hit neu. Wir hören. Ich brauch eine. So, schade, der hat da sogar das Hellcat-Logo drauf. Das wird der Motor vom Hellcat sein, ha? Keine Ahnung. Das ist jedenfalls die Hellcat. So, da hinten kann man nichts machen. Ach, geile Sache, geile Sache! Geiler geht's nicht. So, dann schauen wir da einen Jeep. Wo haben wir denn da? Wo haben wir? So, dann haben wir einen Pagani Zonder R. Das ist auch ein ordentliches Sahnestückchen. Mit dem bin ich urgern immer gefahren in... Warte mal, wo hat's denn den übergegeben? Four Street bin ich mit dem gefahren, glaube ich. Urgern. Das ist ein richtig geiles Auto. Vor allem, ich glaube, der hat... Ja, der hat ein Allrad gehabt, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Allrad und halt richtig mördermäßige Straßenlage. So, Upgrades. Dann schauen wir mal, was er... Okay, gut, mit dem bin ich nicht gefahren. Na, jetzt ist der Allrad. Bist du deppert, der Heckspoiler? Junge, 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 Junge. Aber man kann ihn leider nicht umändern. Motor käme auch nur in Hub auf. 6,2 Liter Höhen. Aber das machen wir nicht. Den lasse ich jetzt einmal so. Alter Schwede. Was hat denn der so? Also der hat hinten den Motor, gell? Fuhren können wir gar nicht aufmachen. Aha, da kann man gar nichts aufmachen. Aha, dass man nichts ausspioniert, ist ein leichter Elektro. Ich glaub schon. So. Alter, wieso gehe ich immer da hintere? Na, aber es ist urnervig, dass man da nichts auswählen kann. So, wo haben wir den Pagani? So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir hier einen... Ein Toyota Hilux. Und ich glaube, das ist eh der letzte, oder? Oh. Uhuhuhuhu. Zenvo ST. Bist du deppert, diese PS? Leck mich am Arsch. Aber jetzt einmal der Toyota Hilux. Auf den habe ich mich auch gefreut. Ich meine, es sollte sowieso mehr Toyota geben. Jetzt kommt ja eh der neue Jahreshauser. Ist schon richtig geil, auf den freue ich mich schon Probe fahren. Warte, nehmen wir in den Blau. Weil der stärkste, der 211 PS-igen Motor mit Kompressoraufladung. Und schauen wir mal, wie der ist. Ich weiß gar nicht, ob er das G-Getriebe hat. Keine Ahnung. Oder na, warte mal. Na, das G ist nur Audi, glaube ich, oder? Audi VW. Keinen da, wie das geht. Jedenfalls Schaltwippen hat auch. Schauen wir mal, wie der so geht. Muss ja auch geil wie Hölle. Hat er auch kein Gewicht. Warum? Warum macht man sowas? Alter, das müssen wir vorher so erklären. Das müssen wir erklären. Wieso? Tut man ein Lippen auf... Na, das lassen wir. Das schaut cool aus. Die Boxerl. Jetzt bin ich auf die Rappen. Oh, wir gehen jetzt nicht Prada machen. Die sind ja viel zu schmal. Das gibt's ja nicht. Aber die Föhn, was ist das für ein Gräß? 15 Zöller. Sicher habe ich auf mein Auto drauf. Ist natürlich das erste Auto. Komm. Soll ich 24er draufhauen? Nein,
Es schaut zu buchen aus. 20er reichen, sagen wir 20er passen. Alter, dieses Auto ist mördermäßig geil einfach nur. So, was können wir da? Oh, Überrollkäfig, wie schaut denn das aus? Okay. Also eigentlich war es ja Pflicht bei so einem Auto, aber schauen wir mal weiter. Puh, der hat einen Turbo da drin. Ja, leck mich an. Wir schauen sie zum Schluss die besser. Ich baue den jetzt früh auf. Da. Alles was geht. Habe ich mir gerade umentschieden. Schon wieder aus dem Bereich hasse. Okay, gut, er hat gar nicht so viel Bass. 503 kW. Das sind er. Wie viele Leute sind denn das? 503. 684. Aha, das muss ich installieren. 684 PS. Dann installieren wir die Hitner. Und ich glaube, mit dem möchte er gern fahren dann. Ace, das machen wir dann. Aber natürlich nicht in dem Video, weil es dauert ja jetzt schon wieder viel zu lang. Und ich muss einmal schauen, warum das kein Radio jetzt so spielt. Das ist schon ein bisschen nervig. Komm, letzte Auto. Holen wir. So. Farbe. Oh, oh, oh. Oh, Black Beat. Oha, die Innendings sind auch so orange. Oder gelb. Also das Orange schaut göttlich aus. Das Orange schaut göttlich aus. Das schaut einfach richtig geil aus. So, schauen wir mal. Zentralverschluss auf die Felgen. Was ich so gesehen habe, glaube ich. Ja. Muss sein. Oh, der hat keine Flügeltieren, jetzt bin ich enttäuscht. Oh, gelb ist das. Oh, Carbonlenkrall. Junge, Junge, Junge. Kompressor da. Ich glaube schon, Kompressor hört sich glaube ich so an. Schauen wir mal. Wir werden es gleich feststellen, der wird hinter dem Motor haben, oder? Ja. Okay, da werden wir nichts feststellen. Na, das, der hat... Aha. Das ist ein Turbo da. Das fette Drum da. Schaut, dass man nicht alles weggehauen kann. Wurscht, schauen wir mal beim Tuning, was der hat. Wenn es ein Turbolader... Ja, ist ein Turbolader. Das ist aber urkomisch, schaut sich das an. Tja. Entschuldigung. Ja, ich meine, wenn wir in Gräsern einbauen, wird eh sicher sie heftig anhören. Wurscht, schau, jetzt wechseln wir mal auf den Toyota. Auf den Hilux. Toyota Hilux. So. Und fahren einmal raus. Alter, das ist ja göttlich, was da gibt. Ja, ich hab gesagt. Damit war es für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich meine, so ein richtiges Fazit kann ich jetzt noch nicht geben, aber jetzt war es einmal alles positiv. Also falls ihr es euch kaufen wollt, es ist schon geil. Ich meine, es ist jetzt nicht ein mega realistisches Rennspiel jetzt in dem Sinn, aber es ist
Wo hat man das sonst? Ich kenn keins. Es ist so ein bisschen, fuck, wie heißt das Spiel jetzt? Trackmania. Ja, Trackmania, glaube ich. Oder so. Ja, es ist halt was Geiles. Hat man nicht. Alle Tage, so. Ja. Eben, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.